Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ihr habt richtig gewählt und eingeschaltet bei DODLP's Let's Play zu Final Fantasy. Schauen wir uns nochmal diesen wundervollen Bildschirm hier an. Wir wollen deinen Spielstand natürlich laden. Wir nehmen selbstverständlich Datei 1. Ich bin tot auf Level 7, die anderen, Diego, Dulinora, lebendig auf Level 8. Ja, schon irgendwie ironisch, dass der Heiler tot ist. Egal, wir wollten hier gerade rausgehen, soweit ich mich erinnere. Und, ich meine, wir wollten runter in Richtung Brücke mich erstmal wiederbeleben. Denn eine Gruppe ohne Heiler ist irgendwie merkwürdig. Außerdem mag ich mich und deshalb würde ich ganz gern wieder lebendig sein. So. Genau, Wurm und Oger machen wir am besten erstmal physisch kaputt. Die sollten keine großen Gegner für uns sein, deshalb möchte ich daran nur ungerne Mana-Punkte verschwenden. So, oh, Nora hat jetzt natürlich extrem viel Schaden gemacht, ist klar. Gut, dann hauen wir halt einfach weiter stumpf drauf, bis der Oger studiert. Genau so, bis der Oger tot ist. 86 Erfahrung hat es gebracht und 210 Gil haben wir erhalten. Ist jetzt nicht so viel, aber für so ein Oger gut. Schauen wir mal kurz in die Optionen rein. Ich glaube nämlich, wenn wir hier auf Laufen von aus auf anstellen, dann gehen wir nicht durch die Wildnis, wir laufen durch die Wildnis. Texttempo können wir eigentlich so lassen, Fensterfarbe ist okay. Ich denke Texttempo lassen wir. Sprachauswahl bin ich mit Deutsch ganz zufrieden, die Monsterfiele geht mir am Arsch vorbei und... Na, Fingerzeichen. Weiß ich nicht genau, was es bedeuten soll. Aber wahrscheinlich ist unser Mauskörper gemeint. So. Selbes Prinzip. Stumpfes physisches draufhauen, bis alle tot sind. Was anderes können wir gerade eh nicht machen. Wenn wir mal kurz auf unsere Lebensleisten achten, sehen wir, dass Dylan eigentlich einen Heiler ganz gut gebrauchen könnte. Da der aber gerade tot ist und, nichts anderes machen kann, als hier ohne selbst angreifen zu können, das Spiel zu kommentieren, wer hätte es gedacht. Muss Dylan so lange ohne Heiler auskommen, weil ich denke, wir haben Cornelia ja gleich erreicht, wenn diese 5 jetzt nur noch 4 Goblins uns nicht umbringen. Aber daran glaube ich nicht. Nummer 2. Ich meine, da sind sie noch 2. War aber auch irgendwie immer. Ja, es waren immer 3 Stunden, einfach 5. Gut, tot und tot. 30 Kill erhalten und 10 Erfahrungen machen, glaube ich. Über die Brücke drüber ganz schnell. Und wir sehen Cornelia schon. Warum haben die eigentlich eine Stadtmauer? Wir müssen mal außen rumlaufen, das ist echt ätzend. So, erster Weg. Ab in die Kirche und ausnutzen, dass ich Mitglied einer so korrupten Religion bin, die es mir erlaubt, für Geld den Jesus-Move zu machen. Und einfach mal aufzuerstehen von den Toten, nur weil ich das nötige Kleingeld dazu habe. Gut. Wissen wir Bescheid. Wenn man in Schwierigkeiten ist, kein Thema. Solange du Geld hast, sind die Götter auf deiner Seite. Zumindest in Final Fantasy. So. Jetzt habe ich den Christus-Move gemacht. Ihr dürft mich gerne anbeten. Erster Weg führt uns natürlich ins Bed and Breakfast, ins INN, wo wir uns schlafen legen, denn ich bin ja mit nur einem einzigen Lebenspunkt wieder auf die Welt gekommen. Das ist irgendwie doof und nützt mir nicht so viel. Deshalb erstmal ausruhen, schlafen, voll werden lassen. Also das Leben voll werden lassen, ne? Natürlich, was auch sonst. Gut, aus 4 macht 1 und einer erkundet wieder die Welt. Also, raus aus Cornelia. Obwohl, nein, noch nicht ganz. Erst will ich nochmal was checken. Nämlich meine Magie. Ich glaube nämlich... Ich bin zwar auf Magie Level 2, aber wie läuft das? Verkauft mir der Magier hier oben jetzt Magie Level 2? Anscheinend nicht. Gut, aber ich habe auch noch einen Magie Level 1 Platz frei. Und zwar sowohl auf Dylan, als auch auf Nora, als auch ich selbst. Ich verballer die Plätze aber nur ungern. Wirklich, wirklich ungern.
Andererseits habe ich im Moment noch das nötige Kleingeld dazu und ich sollte das vielleicht ausnutzen, bevor ich mir irgendeinen Scheiß kaufe, den keine Sau braucht. Dylan gebe ich deshalb... Na doch, Dylan gebe ich noch Vita. Dann kann nämlich nicht nur ich Vita, sondern auch Dylan. Denn wie wir gerade gesehen haben, bin ich ziemlich häufig tot. Und Dylan braucht dann ziemlich häufig einen Heiler, wenn keiner mehr da ist. Jetzt kann Dylan mich selbst heilen. Bei diesen Attacken habe ich ja schon was dazu gesagt. Die meisten Attacken, die nicht abziehen oder so nutzlos sind, wie Fokus. Attacken würde ich mir niemals kaufen, die benutze ich gar nicht mehr. Strategisch garantiert total wertvoll. Nur finde ich persönlich die gerade ziemlich nutzlos und deshalb werde ich Nora definitiv keinen Fokus zukommen lassen, aber ein Blitz. Den Blitz macht Schaden. Gut, dann gehen wir weiter durch die Weltgeschichte. Ach ne, no, komm, das muss doch nicht sein. Lass mich doch mal in Ruhe, Goblin. Ihr wisst doch, dass ihr sterbt, wenn ihr so aufmüpfig seid. Es ist nicht gut für euch. Denkt an eure Gesundheit. Gut. Alle tot und ich bin noch ziemlich lebendig. Weiter geht's nach oben. Ich will nämlich nochmal den Chaos-Tempel, wie ihr seht. Ich bin nämlich gerade einfach reingerusht, geradeaus auf einmal stand ich vor Galen. Ich töte mal kurz den Ghoul, indem ich stumpfsinnig draufklopfe. Und nachdem der tot ist, gehe ich weiter in den Chaos-Tempel rein. Ich will den Chaos-Tempel weiter erkunden. Ich will wissen, ob ich noch irgendwas übersehen habe, das irgendwie gut für mich ist. Schau mal hier in der Ecke. Ist das wirklich schon die Ecke? Dann ist der ja gar nicht so groß, der Chaos-Tempel. Schade. Erstmal töten wir natürlich wieder den Deal. Und dann schauen wir, was wir hier unten in der Ecke finden. Lähmung ist doof. Ich hoffe, Lähmung geht weg, sobald wir den Kampf beendet haben. Ansonsten wäre ich echt am Arm. Ja, hier unten komme ich rein. Wir finden eine Kiste und finden einen Lederhut in der Kiste. Das klingt nach Ausrüstung, das klingt nach Verteidigung, die wir erstmal gemacht. Weil ich derjenige bin, der am häufigsten stirbt, werde ich auch erstmal gucken, dass ich meine Verteidigung damit erhöhe. Wobei Nora als Schwarzmagierin auch defensiv nicht so bombig aussieht. Verdammt. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Nora und ich haben beide nur einen Punkt auf Abwehr. Ich habe eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit und ganz ehrlich... Als Heiler ist es total wichtig, dass ich auch mal nicht sterbe, ansonsten ist der Heiler nämlich schwachsinnig. Deshalb habe ich mir das jetzt gegeben und nicht Nora. Die schwarzen Witwen töten wir mal eben auf die Schnelle, ne? Kann ja nicht so schwierig sein, sind ja nur Insekten, nur Viecher. Ich habe übrigens ein Level-Up, damit sollte ich mit den anderen gleich auch sein. Intelligenz, Stärke, Glück gestiegen und so weiter, aber natürlich keine Verteidigung. Das wäre sehr hilfreich und hilfreich ist heute mal wieder ausverkauft. Genau, ich werde mal einen Protest casten. Nämlich für Nora, die hat jetzt den Hut nicht bekommen. Also sollte wenigstens meine magische Unterstützung irgendwie erhalten. Der Rest wird selbstverständlich physisch verdroschen. Obwohl... Nicht ganz physisch. Er wirkt ja schon. Diego benutzt physischen Angriff, der kann ja auch keine Magie. Aber die anderen beiden sind immerhin Magier, also sollen die nicht immer nur physisch draufklopfen dürfen oder müssen, sondern auch mal das tun, was sie können. Nämlich zaubern. Wundervoll. Warum ich hier am langsamsten bin, weiß ich das natürlich, weil ich anscheinend, wenn man mal aus Pokémon weg die geringste Initiative habe. Also mein Schnelligkeitswert hier in Final Fantasy ist der geringste aus meinem Team, dadurch bin ich wahrscheinlich am langsamsten auch mit meinem Spellcasting. Aber obwohl das für mich schade ist, werde ich überleben. Ich finde es ganz praktisch, wenn ich als Heiler der schnellste wäre, dann könnte ich nämlich erst unterstützen und erst andere buffen und dann greifen die an.
Aber ich denke, wir werden das schaffen. So, Nora, dann hau mal irgendwas Ordentliches raus, das Schaden macht, bitte. Okay, Tower und schon brennt das so. Wolf. Da war es nur noch ein Wolf, ein Ivo drin und ein Goblin-Wächter. Und ich mach mal schnell Schau-Healing. Da war es nur noch ein Wolf und ein Ivo drin. Jetzt müssen wir die beiden auch noch viele kaputt nöbeln. Kann ja nicht so schwierig sein, die zu verdreschen. Immerhin haben wir Schwerter und die. So, würde ich mich ständig daneben hauen, würde selbst mein physischer Angriff da ein bisschen was zum großen Ganzen beitragen. Egal. Geben wir uns mal mit dem Gefühl, was wir haben. Nämlich 100 GB. Kann man immer mal gebrauchen. Zombies, die müssten untot sein. Ich glaube, ich caste erstmal einen Dialog. Und falls Diego, Dylan und Nora die nicht gemeinsam kaputt kriegen, guck ich mal, wie mächtig mein Massenschaden gegen Untote ist. Aber so wie es aussieht, kriegen Diego und Dylan das im Alleingang hin. Und selbst Nora kommt da nicht zum Ziel. Hier finden wir wieder zwei Kisten. Einmal Potion, was schon immer gut ist, und ein Zelt? Gut, ein Zelt. Ich tippe mal darauf, dass das Zelt der große Bruder des Schlafsacks ist. Skelette sind definitiv magisch. Ich bereite mal einen Dialog vor, auch wenn ich nicht glaube, dass die beiden den physischen Angriff von Dylan und Diego überleben. Aber dann spare ich halt meiner Punkte. Es soll mir also nur recht sein. 4 und 6. Gut. Ich hätte mir mehr erhofft, aber... Ja, nie mehr Gegner. Mehr Loot. Aber gut, meinetwegen, ich nehme es auch mit mehr Gegnern auf. Habe ich ja nie gar kein Problem mit. Sind ja nur 4 Goblins, beziehungsweise 3 Wächter und ein Goblin. Die Musik im Hintergrund ist total episch. Ich liebe diese Final Fantasy Kampfmusik. Aber ganz ehrlich, auf Dauer geht sie echt auf den Senkel. Deshalb glaube ich, werde ich jetzt einfach mal die Kopfhörer nicht benutzen. Und den Ton ausdrehen. Ihr hört ihn natürlich, aber mir geht er auf den Sack. Oh, wir haben Potion bekommen. Potion ist hilfreich. Oh mein Gott, und es werden noch mehr Gegner. Gott, so habe ich das doch gar nicht gemeint. 5 Wölfe, ein Evil drin. Schauen wir mal, wie es aussieht, wenn wir mit dem fertig sind. Nummer 1. Der Evil drin hat Diegos Angriff überlebt. Und Nora macht den Rest. Und ja, unsere Runde ist durch, da haben wir noch 3 Wölfe und keinen Ivo drin mehr. Das ist wirklich, wirklich, wirklich tragisch, nur gerade halt nicht für uns. So, das sollte es sein. Ihr hört es. Level Up ist immer gut. Diego und Dylan, die haben mal wieder gleichzeitig ihr Level Up bekommen. Wie immer. 4. Da wird natürlich ein Dialog vorbereitet, denn ich bin mir ganz sicher, dass die 3 nicht 4 Zombies auf einmal getötet kriegen. Also da mindestens einer für mich übrig und mein physischer Schaden reicht nicht. Und weil ich gerade mal so schnell bin, nach meinem Level Up, komme ich sogar noch vor Nora dran. Und jetzt steigt Nora ein Level auf und ich glaube, jetzt ist Nora wieder schneller als ich. Und diese Tür ist mit einem Zauber versiegelt und nur der Zauberschlüssel kann sie öffnen. Dieser Zauberschlüssel gefällt mir, der muss mächtig sein, ich will ihn haben. Feuerwürfe, 4 Goblin-Wächter. Altbekanntes Prinzip. Checken, ob ein Untoter dabei ist. Weil das nicht so aussieht, so wie hier. Physisch draufklopfen, bis irgendwer hier. Jetzt liegt Nora versiegt wieder in der Ecke. Das ist hart. Vita ist eigentlich zum Leben aufgehoben gemacht. Die Frage ist, kann ich damit auch Noras Verdichtung gleich heilen? Ich hab's, glaube ich, noch nie ausprobiert. Ich meine nicht, oder? Habe ich schon ausprobiert? Ich bin mir ganz echt nicht sicher, aber nein, ich glaube nicht. Probieren wir. Danach ist man schlauer. So, und der Rest greift physisch an, würde ich sagen. Da sind wir mit Diego und Dylan einfach viel schneller durch. Wenn die Füße angreifen. Auch Nora kann im Moment noch angreifen. Das schadet ihr nicht.
Obwohl Nova vielleicht anstatt einen Heiler gebrauchen könnte. Aber ganz ehrlich, ich könnte auch einen Heiler gebrauchen. Ich bin ja noch viel ärmseliger als Nova. So, erstmal Dieter auf Nova. Damit geht ihr Leben schon mal hoch, aber ihre Vergiftung bleibt. Damn it! Kacke. Egal, ich habe noch ein Antidot und ich gehe auf die Knie. Das heißt für mich, ich brauche einen Heiler, dann sterbe ich wieder. Und da habe ich ja gerade gar keine Lust drauf. Sterben ist nicht die Option, die ich hier wählen wollte. Also töte ich mal eben schnell die Goblin-Wächter, bevor ich endgültig abkratzt wird. Eben schnell alle physisch vermöbeln. So, perfekt. 206 Gil erhalten. Erstmal Itemtasche. Potion, ganz wichtig. Bevor der Heiler hier abnippelt, erstmal ein Potion. Auf den Heiler. Ich habe auch, glaube ich, noch einen zweiten davon, den ich da drauf verwenden kann. Ja. Und das nächste, was ich mache, ist natürlich eins von zwei Antidoten, das waren glaube ich zwei, auf Nora drauf packen, damit es ihr wieder gut geht. Und da wartet schon der nächste Gegner auf uns. Das ist ein Ghoul. Ja, ganz ehrlich, da jetzt ein Dialog vorzubereiten, wird überhaupt keinen Sinn machen, der stirbt an physischen Schaden, bevor mein Dialog durch ist. So. Unten links, der Lederhut. Ja, ich mach mal eben die Wölfe fertig, die ich dir erzähle. Unten links, der Lederhut. Oben links, ein Potion. Auch wenn sie das nicht übersetzt haben, ist mir echt ein Rätsel. Und eine Waffe oben, denn noch ein Zelt. Genau, ein Zelt. Oben rechts eine magisch verschlossene Tür und unten rechts vielleicht der dazugehörige magische Schlüssel? Fragezeichen? Hoffen wir, das wäre echt toll. Dann würde ich nämlich wieder nach oben rennen, wieder gefühlten sechs Gegnern entgegenkommen und will ich dann einen Durchblick, was oben so drin ist. Aber es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Nämlich vorbeischauen und eine verschlossene Tür zu finden. Auch hier brauche ich den Zauberschlüssel, der scheint ja echt gefragt zu sein, der scheint wichtig zu sein. Ich hoffe, den bekomme ich bald. Schwarze Witwe. Ihr beiden verzieht euch bitte erstmal, ich mag nämlich keine Spinnen. Also, auf Wiedersehen. Vielen Dank. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass die Säulen hier kreuzförmig angeordnet sind? Der Dunkelkristall, vollgesogen mit Boshaftigkeit, Hass und Hasspunkte matt. Blablabla, erdrückt mir etwas Scheiße, blablabla. Das ist gar nicht wichtig. Müssen wir Fingermaus mit uns reden? Anscheinend nicht. Gut, so wie es aussieht, habe ich jetzt alle Räume nochmal genau erkundet. Ist euch aufgefallen, dass diese Säulen, hier, diese abgebrochenen, kreuzförmig sind und sie treffen sich im Ursprung, nämlich im Mittelraum, wo wir gar nicht besiegt haben. Ich bin mal gespannt, ob sich hier das Pokémon-Prinzip anwenden lässt. Einfach mal A drücken, während man läuft und versteckte Items auf dem Boden liegen finden. Aber bevor wir das ausprobieren können, muss dieser Ghoul hier sein. So, jetzt ist mir. Vielen Dank. Das konntet ihr auch gar nicht übernehmen. Also hier liegt nichts. Skelette sind drei Stück. Ich glaube, da versuche ich mal mit dem Dialog. Und der Rest haut physisch drauf. Weil Noras physische Attacke nicht reicht, um einen zu töten. Ich habe mindestens einer übrig, den mein Dialog erwischt. Ja, hab mich verrechnet. Schade. Habe ich halt Mana-Punkte gespart. Kein Thema. Zombies. Ich glaube, selbes Prinzip. Dialog vorbereiten. Wenn es reicht, ohne Dialog, dann kann ich immer noch sagen, ich habe Mana-Punkte gespart. Aber Dylan hat gerade überhaupt keine Lust drauf zu hauen. Deshalb sofort den Stab erhalten, weil ich zwei Zombies mit Dialogs umgebracht habe. Vier Zombies, ja, wenn das mit drei Zombies klappt, dann wird auch mit vier funktionieren. Die Dialog vorbereiten, der Rest haut physisch drauf und was übrig bleibt, stirbt dann Tageslicht. Denn Dialog ist ja Latein und hat Tageslicht. So, also, Sterbite. Ja, den Witz mit Sterbite, also Plural, lateinisch gebildet von Sterbi, den falsch gebildeten Imperativ von Stirb, habe ich, glaube ich, in einem Minecraft Zelda Adventure schon mal gebracht.
Der war da genauso unlustig wie jetzt. Man müsste also nicht drüber lachen. Aber ihr dürft gern drüber schmunzeln, falls ihr euch daran erinnert habt, dass ich den in Minecraft Zelda Adventure schon mal gebracht habe. Goblin-Wächter gleich 2 Stück. Die machen wir natürlich physisch fertig. Und zwar One-Hit. Neue Erfahrungspunkte 36 Gil, das ist jetzt nicht so viel, aber ganz ehrlich, was haben wir erwartet? 2 Zombies, ganz ehrlich, die sind mir viel zu wenig, dafür bereite ich überhaupt keinen Dialog vor. Da haue ich physisch drauf, dann hat sich die Sache. Kaputt! Skeleton! Selbes Prinzip. Da sind mir zu wenig, also hoffe ich einfach, dass der physische Angriff erreicht und in der Tat erreicht. So, jetzt müsste ich alle Ecken infiziert haben, jetzt geht man wieder heraus. An dieser Stelle würde ich ganz gerne abmoderieren. Wir haben unsere 15 Minuten natürlich längst überschritten, haben inzwischen sogar 21 Minuten erreicht. Speichern tue ich eben noch, und dann dürfte sogar dabei sein, ist das nicht toll. Wir sehen schon, wir sind alle auf Level 9. Und wir schreiben jetzt diesen Spielstand durch, noch Level 7 war, alle anderen Level 8 und ich war tot. So, alle Level 9, alle am Leben. Wundervoll, oder? Gut. An dieser Stelle möchte ich ganz gerne cutten. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder in Let's Play Final Fantasy Part 5. Wenn es denn soweit kommt und ich Square Enix bis dahin noch nicht hat sperren lassen als Let's Player, aber ich bin da guter Dinge. Also Leute, hauen Sie rein, man sieht sich hoffentlich bald. Ciao, ciao!